Herr Abdo-Aratas, Sie sind kurdischer Migrant aus der Türkei und leben seit 14 Jahren, haben Sie mir gerade gesagt, in Deutschland und untersuchen jetzt oder haben eine Dissertation angefertigt, die Lage von kurdischen Migranten in Deutschland. Wer sind denn die kurdischen Migranten in Deutschland? Wie viel gibt es überhaupt? Was haben die für eine politische Vorstellung? Identifizieren sie sich als Kurden? Was müssen wir uns darunter vorstellen unter den kurdischen Migranten in Deutschland? Also kurdische Migranten geht man davon aus, dass zwischen 1 Million, 1 Million 200 Menschen aus kurdischer Abstammung aus verschiedenen Ländern sich in Deutschland befinden. Also kurdische Community hier bildet eine der größten allochthone Minderheit. Die kommen aus verschiedenen Ländern. Und nicht nur aus Türkei, Irak, Iran und Syrien, sondern auch aus Libanon, aus Gulfstaaten, aus anderen Ländern wie Armenien und so weiter. Die Personen, die aus diese Länder kommen, die haben unterschiedliche Hintergrund, die haben unterschiedliche Biografie, unterschiedliche Erlebnisse, zum Beispiel in diejenigen, die aus Gulfstaaten kommen, ein grausamer oder Hintergrundgeschichte mit der Stalinzeit oder diejenigen, die aus Teilungsstaaten kommen, das ist sehr bekannt, aus welchen Gründen sie kommen. Aber soll man sagen, dass bis 60er Jahr eine kleine kurdische Community sich in Deutschland war hier, aus Studenten und hochrangige Persönlichkeiten hat sich ergeben, aber erste Gruppenbildung findet sich erst in Mitte 50er Jahr. Sie verkörpert sich mit dieser KSSE, Studentenorganisation, die in Wiesbaden gegründet wurde. Und danach, 60er Jahr, kamen, also wir gehen davon aus, dass ein Viertel der Anwerber aus der Türkei Kurden sind. Also die Kurden sind auch als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und 70er fängt an, tatsächlich die Kurden mit politischer Hintergrund nach Deutschland reisen. Und damals so die ideologische Hintergrund war so linksorientiert. Wie gesagt, oder soll man vor den Augen halten, dass in 60er und 70er Jahr in alle Teilungsstaaten sich die militärische Putsche gegeben hat, eine sehr konfliktreiche Situation gab, politische Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen. In der Türkei zum Beispiel in 60er, 70er, 80er hat ein Militärputsch stattgefunden. Ende 70er, Islamische Republik, etc. Und diese Ereignissen, die haben immer wieder aus politisch motivierte Migrationswellen geführt und beliebte Ziel war Deutschland. Und Woran liegt das, dass es gerade Deutschland war? das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, nicht nur für Kurden, auch für allgemein, also Deutschland allgemein gesehen, einer der beliebtesten Zielland für Migranten für die ganze Welt. Aber die Hintergrund, einer von den Hintergründen, wieso damals sowohl die Türken als auch die Kurden nach Deutschland kamen, geht davon aus, dass es diese Gastarbeiterbewegungen diese Tür eröffnet hat. Nämlich damals die ideologische Gruppierungen haben nach der kurzen Zeit, die haben ihre eigene Filiale oder so in Deutschland unter türkische und kurdische Migranten aufgebaut und deswegen die wollten zum Bekannten. Es ist auch sehr bekannt, zum Beispiel, dass die in der Türkei von verschiedenen Orten, die fast die gesamte Dorfgemeinschaft oder Orten in bestimmten Städten in Deutschland oder in bestimmten Land gereist haben. Es gibt solche interessante Phänomene, aber bin ich mir
nicht sicher, ob man überhaupt eine rationale Antwort geben kann, wieso Deutschland und wieso zum Beispiel Menschen aus bestimmten Staaten nach Kanada reisen, aus bestimmten Staaten nach Deutschland reisen. Aber solche Phänomene gibt es. Aber Sie haben erwähnt, dass bestimmte ganze Volks- oder Dorfgemeinschaften teilweise sich in bestimmten Städten angesiedelt haben. Gibt es in Deutschland auch bestimmte Regionen, die besonders von Kurden bewohnt wird? Besonders von Kurden bewohnt wird, glaube ich nicht, dass man das sagen kann. Gibt es so ein Phänomen nicht. Aber in bestimmten Städten, zum Beispiel, dass jesidische Gemeinde sich da akkumuliert hat oder in bestimmten Städten die Leute aus Wahn sich akkumuliert haben, in bestimmten Städten sich aus Wato. Wieso Wato? Es gab eine Erdbeben, die türkische Stadt hat diejenigen, die da betroffen sind, bevorzugt nach Deutschland zu schicken, etc. Deswegen findet man so kleine Gemeinschaften aus bestimmten ursprünglichen Ort, aber so besonders von den Kurden dominierte Orte in Deutschland kann man nicht sagen. Bis jetzt gibt es keine bekannten Beispiele. Mhm. Aber dort, wo die Türken sich befinden, befinden sich auch die Kurden. Ja. Wie ist das mit den Kurden in Deutschland? Haben die sowas wie eine gemeinsame politische Identität, auch wenn sie jetzt von unterschiedlichen Ländern kommen, aus unterschiedlichen Regionen? Oder ist das aufgespalten, je nachdem, woher sie kommen, dass sie sich dann auch eben beieinander bleiben? Das haben wir ja eben ein Stück weit gehört. Und dann auch eben eigene politische Interessen oder sonstige Interessen formulieren. Kann man über diese Frage viel sagen? Erstmal ganz grob soziologisch gesehen, wird nirgendwo und niemals eine Menschengruppe oder Wir-Gruppe geben, die nur eine politische Interesse vertreten. Außer vielleicht Diktatoren, die man denkt, ja, alle sind Anhänger von Kim Jong. Die Kurden haben diesbezüglich ihre Repräsentanten in politischen Bewegungen. Und existiert verschiedene Richtungen, verschiedene Parteien aus verschiedenen ideologischen Hintergrund, aus verschiedenen Interessenhintergrund. Aber wir stellen immer wieder fest und jegliche Forschungen stellen auch fest, dass der stark präsente Partei PKK ist oder PKK-Schwesterorganisationen in Deutschland. Und in diesen Organisationen, PKK ist ursprünglich eine Partei aus Türkei, Kurdistan. PKK, ja. Aber in ihren Schwesterorganisationen sind die Kurden aus den anderen Teilungsstaaten ebenso vertreten. PKK fast tatsächlich fast Kurden aus allen Teilungsstaaten und allen Gebieten, die sie gekommen sind und aus aller religiösen Hintergründe. Man findet die Jesiden, man findet die Aleviten, man findet die sunnitische Kurden unter dieser Dachorganisation. Es gibt kurdische Parteien oder Organisationen, die vor PKK gegründet wurden. Diese Geschichte ist bekannt. Konkar war eine davon. Im 70er Jahr Anfang war ideologischer Hintergrund wichtig. Die haben Arbeitergruppen und Parteien und Organisationen gegründet, auch mit türkischen Arbeiter, auch mit Arbeiter aus anderen Ländern. Heutzutage existieren auch solche Organisationen, die aus 70er kommen, die sich für Interesse der Proletarier einsetzen. Aber es gibt fast kaum religiöse Parteien, kurdisch-religiöse Parteien in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, die Kurden in Deutschland bei so einer großen Minderheit, über 1 Million Menschen, dann könnte man ja annehmen, dass sie wirklich auch ein politischer Faktor sind. Und die Türkei wirft das ja auch Deutschland immer wieder vor, dass sie eben
den verschiedenen politischen Organisationen es erlaubt, sich auch hier zu artikulieren, vielleicht mit Ausnahme der PKK. Warum ist da nicht mehr zu hören und zu sehen? Also ich bin der Meinung, dass die Kurden keine Interesse für in der Öffentlichkeit effektive Organisationen oder Eliten sind. Die internationale Beziehungsgefüge ist schon längst etabliert. Die Puzzle ist komplett und die Beziehungen zwischen Türkei und in staatlichen Ebene als Partnerschaft, als etc., alles ist da. Unter dieser Konstellation, Kurden haben wahrscheinlich sehr wenig anzubieten, um ihre Interesse bei den deutschen Machthaber oder Elite einfach durchzusetzen. In dieser Hinsicht soll man sagen, dass eine interne und eine Außerfaktoren in dieser Hinsicht große Rolle spielen. Innerhalb der kurdischen Community oder kurdischen Bevölkerung gibt es auch viele Defizite, die dazu fügt, dass, was Sie gesagt haben, nicht hervortritt. Aber es ist immer wieder wie ein Plebiszit, wir erwähnen, dass die politischen Repressalien, vor allem aus der Türkei und Iran, das dazu hindern, dass die Kurden nirgendwo als politische kollektive Anerkennung finden. Das hat Türkei mit seinen Taten, mit ihren Taten auch Iran bewiesen. Zum Beispiel die ganzen Morden von iranischen Geheimdiensten in Deutschland, in Österreich etc. hat das bewiesen, dass sie alles unternehmen werden, um ja, als politische Kollektive der Kurden zu verhindern. Mhm. Das ist wichtiger und effektiver als die interne Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Gruppierungen, zwischen kurdischen Parteien. Aber andererseits, wieso die Kurden haben kein Sprachrohr oder keine große Anerkennung, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, hat mit der Aufklärungsstand der kurdischen Bevölkerung auch zu tun. Quantitativ gibt es große Menge Kurden überall, aber qualitativ fehlt was immer noch. Also die kurdische Gesellschaft ist auf dem Weg, sich zu reorganisieren. Und ich bin einer der Meinung, ist, dass Migration als Modernisierungsfaktor in dieser Hinsicht viel geleistet hat, als kapitalistische Produktionsweise zum Beispiel in kurdischen Gebieten und auch die politische Bewegung dazu geführt hat, dass die eine Art Erneuerung von der kurdischen Gesellschaften, wir müssen von den, bin ich der Meinung, dass man von den Gesellschaften sprechen soll, aus vier Teilungsstaaten, dass diese Erneuerung noch Zeit braucht. Mhm. Ja, also es gibt viele Faktoren, wieso die Kurden also wenig Interesse bekommen. Jetzt könnte man ja im Umkehrschluss annehmen, dass eben die Kurden, die jetzt hier nach Deutschland oder auch nach Europa gewandert sind, vielleicht auch ein großes und starkes Interesse haben, sich hier zu integrieren. Gleichzeitig gibt es ja aber irgendwie auch noch immer diese Sehnsucht nach der eigenen Identität, die vielleicht bei Kurden noch stärker ausgeprägt ist. Glauben Sie, dass es da irgendwo ein Spannungsfeld gibt, das die Kurden hier antreibt, sich entweder ganz klar zu entscheiden, wir werden jetzt hier Teil des deutschen Staates und werden hier unser Glück finden und auch unsere Zukunft hier sehen, oder eben auf der anderen Seite der ungeklärte Status der Kurden in den eigenen Siedlungsräumen, der dazu führt, dass eben der Nationalismus weiter ansteigt. Glauben Sie, dass das dieses Wechselspiel dazu führt, dass wir so eine Zerrissenheit haben
zwischen Menschen, die sich einerseits anpassen wollen, aber andererseits auch eben nach ihrer eigenen Unabhängigkeit streben? Also erstmal was Grobes über Integration in Deutschland. Also ich bin einer von denen, der behauptet, dass Integration in Deutschland so gut läuft wie nirgendwo in anderen Land. Ich war in dieser Meinung bis letzte Migrationswelle. Und da nach Beobachtungen stellen wir fest, dass tatsächlich die deutsche Gesellschaft sich lange Zeit sogenannte so türkische Migration beschäftigt hat und seit ein paar Jahren auch lange Zeit sich mit der arabischen Migration oder muslimischen Migration ein neues Migrationsthema in Deutschland, die Türken in Deutschland ersetzt. Jetzt befindet sich die deutsche Gesellschaft in dieser Phase und wir stellen tatsächlich die ähnliche Entwicklung zwischen damals die türkischen Migranten, was sie damals gemacht haben, und diejenigen, was die arabischstämmigen Migranten jetzt machen, wie sie diese Familienzusammenführung, wie sie ihre ethnische Nische bauen, wie sie und so weiter, so gewisse Ähnlichkeiten stellen wir fest, aber halt bei den arabischstämmigen Migration oder in den letzten Migrationsfälle geht alles schneller. Es wird nicht so lange dauern, bis die Frage ist, ob Deutschland von der türkischen Erfahrung genug gehabt hat oder nicht, die sie jetzt für die Neueinkömmlinge anwenden kann. Aber wenn man Kurden in Deutschland beobachtet, stellt man fest, dass die Kurden in Öffentlichkeit nur mit den Demonstrationen vorkommen. Also das heißt, das ist nicht weder gut oder schlecht oder sowas, aber es ist eine Feststellung. Die Kurden sind nach meiner Betrachtung, die sind in der Großgesellschaft versteckt, die leben so. Natürlich, mehr als die Türken? Mehr als die Türken. Und die Kurden haben keine Herausforderung zur Nomadskultur. Das ist ein Begriff, also ich habe ihn in meiner Arbeit so definiert, ganz grob sagen wir so. Nomadskultur heißt es, die Kultur auf der Straße, diese Konsumskultur, diese populäre Kultur, die man nicht... Natürlich gebunden ist an Tradition. An Tradition oder in einer Nation oder in einer Gruppe sehen kann, so eine Konsumskultur auf der Straße. Und das ist die Kultur, was die Jugendliche oder weil die Gesellschaft gerne erlebt auf der Straße und keine nationale, ethnische, religiöse Grenze kennt. Jeder ist hier präsent als mit seiner eigenen Identität oder selbsterwähnte Identität und wird nicht auffällig, außer also hier sind die Kurden nicht auffällig. Aber man ist zum Beispiel Türken oder Muslime sind auffällig in dieser Kultur, mit den gewissen Symbolen, wie Moschee, wie Burka, wie und so weiter. Die Kurden haben keine Kopftuchprobleme. Also im Grunde genommen, weil wir keine Daten und Fakten haben nach den Sozialforschungen etc., können wir nur vermuten, aber nur beobachten. Nach unseren Beobachtungen, natürlich Kurden kommen aus, vor allem erste Generation, kommt aus einer traditionellen Lebenslage. Und diese traditionelle Lebenslage, diese erste Generation, repräsentiert auch hier in ihrem Lebenswelt hier. Wenn es um Integration oder sowas geht, man soll diese erste Generation irgendwie anders betrachten. Aber ich gehe davon aus, nach Beobachtungen sogar kann man das sagen, dass die Kurden in einer Integrationsphase sind, dass man später eine gelungene Integration bezeichnen kann. Mit gutem Gewissen, dass man sagen kann. Natürlich in den Medien kommen immer wieder Schlagzeilen wie Familienbanditen, Familienbanden etc., solche Sachen. Die sind die Strukturen, die erste Generation mitgebracht hat und hier pflegt. Aber nach unseren Beobachtungen, ich habe auch in meiner Arbeit das beobachten können, dass diese Integrationsstrategien der kurdischen Community selbst hier provisorisch ist.
dass es sie verschwinden. Aber im Vergleich mit den türkischen oder mit den arabischen oder anderen Migranten oder alten Migranten in Deutschland, die kurdische Community ist eine junge dominierte Community. Aber die erste Generation ist immer handlungsfähig und die können immer noch ein entscheidender Faktor sein. Die sind jung, vor allem nach den 80er, als PKK 84 mit der bewaffneten Auseinandersetzung gemacht hat, angefangen hat, hat eine große Migrationswelle stattgefunden nach Asylsuchenden. Die Generation als erste politische Generation, wir haben ja zwei kurdische erste Generationen als Gastarbeiter und als politisch motivierte Migranten oder Migrationshintergrund. Und diese erste Generation, vor allem die aus politischen Gründen da sind, die sind immer noch jung. Und die haben immer noch was zu sagen. Und wie gesagt, wenn jemand tatsächlich Interesse hat, wie nicht nur Kurden, sondern die ganzen, ganzen Migrantengruppen, die aus traditionellen Gesellschaften kommen. Wenn man tatsächlich Interesse hat, soll man alte ethnologische Forschungsmethoden wieder reinholen und mit diesen Techniken und Methoden diese Gemeinschaften ganz genau anschauen. Ich habe die kurdische Community so angeschaut und ich habe tatsächlich die, die Strategien von der Community, die kollektive Strukturen, die neu gebaut sind, die Wandlung, gesellschaftliche Wandlung, dass man feststellen kann, halt nach ethnologischen Methoden oder soziologischen Methoden, das kann man machen. Aber kurz zusammengefasst, nach, wenn man diese erste Generation Geschichte rausnimmt, läuft die Integration der Kurden in Deutschland gut. Nur ein einziger Fakt, was ich von meiner Arbeit als Beispiel nennen kann. Bei der ersten Generation haben wir festgestellt, dass unter meiner Stichprobe nur 20% Analphabet waren bei der ersten Generation. Bei der neueren Generation 0%. Also dass diese Wandlung, diese soziale Wandlung, kulturelle Wandlung läuft. Also ich glaube sogar, die Migration hat die Kurden so in der Maß Möglichkeiten gegeben, dass sie innerhalb kürzester Zeit große Wandlungen erleben könnten und das haben die Kurden das in Anspruch genommen. Die haben Bildungsmöglichkeiten in Anspruch genommen, die haben Arbeitsmöglichkeiten in Anspruch genommen. Und nur als Beispiel, kurdische Bevölkerung war bekannt, eine Bevölkerung ohne Mittelklasse. Und das bildet sich langsam, langsam. Aber diese Mittelklasse wird niemals eine nationale Macht verlangen oder sowas, ja, nicht in dem klassischen Sinne eine Mittelklasse. Aber die Migration hat die Kurden etwas ermöglicht, die sie vorher nie hatten. Und das ist denen bewusst, weil denen bewusst ist, weil die Kurden genug Diskriminierung, Ausschließungserfahrungen haben und weil die Kurden wie genannt so Migrationserfahrungen haben, Minderheitserfahrungen haben. Kurden gehen in Deutschland anders als zum Beispiel türkische. Die Kurden werden nie in dem Moment, wir sehen niemals, dass die Kurden ihre nationale Symbole gegen deutsche nationale Symbole stellen oder sowas. Es gibt viele wissenschaftliche Forschungen, die feststellen, dass keine erkennbaren Konflikte zwischen kurdischer Community und deutscher Großgesellschaft oder deutschem Land gibt, sondern es ist gerade ein Konflikt zwischen Kurden und den anderen, also Leute aus den anderen Teilungsstaaten. Es gibt Konflikte zwischen Kurden und Türken, Kurden und Araber und so weiter, aber kein Konflikt, keine erkennbare Konflikt zwischen, und das habe ich auch in meiner Arbeit festgestellt, ich mag diesen Begriff nicht, aber diese Dankbarkeit ist da. Und der kurdische Community ist da sehr präsent. Und die nutzen auch die Bildung und so weiter, solche Möglichkeiten, die partizipieren auch, die neue Generation
Kapsel also man kann von sagen, den alten auf. Man kann sagen, dass die Kurden trotz der Situation, in der sie sich befinden, mit der Repression, die dann zu der Migration geführt hat, daraus eigentlich erst sowas entstanden ist wie nationales Bewusstsein und auch eine eigene gemeinsame Identität, aber auch eben die Chance, sich als Volk weiterzuentwickeln. Das haben die Kurden aus der Migration gemacht. Die haben das gemacht. Also diesbezüglich will ich was sagen, wie ich in der Vortrag auch gesagt habe. Diese nationale Bewusstseinsentwicklung ist eine wichtige Komponente in der neue kurdische neue Geschichte. Und das entscheidet sowohl als abhängige als auch unabhängige Variable, spielt große Rolle in der Lage der Kurden hier in Deutschland mit den kurdischen Migranten. Ich bin der Meinung, dass Nationalbewusstsein, die identitäre Seite, keine Hemmnisse für kurdische Integration in Deutschland ist. Nämlich diese Nationalbewusstsein, die in der Community spürbar ist, übt einen Druck über die neue Generation, sich als Kurde zu definieren. Aber wir haben keinen großen Druck von dieser Lage empfunden, die über soziale Welt geübt wird. Sagen wir so, wenn eine kurdische Punkergruppe oder Punkergruppe aus kurdischen Jugendlichen, sie als Punkergruppe bilden, dieser soziale Druck von der kurdischen Community fügt dazu, dass sie sich kurdische Punkergruppe definieren. Mhm. Aber die versucht nie zu hindern, dass sie eine Punkergruppe zu bilden. Aber das heißt nur mit dieser aktuellen kriegerische Auseinandersetzung zwischen Kurden und den ganzen Ländern in Vorderen Asien zu tun. Es ist eine Komponente von aktueller Lage. Das wird nicht lange Zeit so bleiben. Ich bin der Meinung, dass man davon keine Angst haben soll, wenn die Kurden sich als Kurden definieren. Nämlich, ich kann nicht nachvollziehen, dass für einen, sagen wir so, ja, ein Deutsche, lieber ist, dass eine Kurde sich Türke definiert. Ich glaube nicht. Ja? Ich glaube auch nicht. Ja. Also diese im großen Rahmen, es ist immer wieder, wie es immer in der Literatur diskutiert, ist das, was ist die Grenze zwischen Assimilation und Integration und was ist die Integration? Also ich weiß, dass im Moment Integrationskonzept von Helmut Esser sehr beliebt ist, so eine sozialstrukturelle Ebene. Wenn man sogar das reinschaut, das ist im Grunde genommen eine assimilative Integrationstheorie, aber halt dort wird auch festgestellt, dass diese identitäre Assimilation in neuen Zeitalter ziemlich schwierig ist. Mhm. Also es kann sein, dass die Kurden, Türken oder sowas lange Zeit als vorher, nämlich Deutschland hat Erfahrung, dass die Migranten sich innerhalb der deutschen Gesellschaft tatsächlich assimiliert haben. Hugenotten zum Beispiel wird immer als Beispiel gegeben. So ein Beispiel wird in kommunikative, postmodernistische Gesellschaft wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Mhm. Und wichtig ist, dass wir unseren Fokus auf sozialen Ebene fokussieren. Mhm. Nämlich, hat ein Franzose in Deutschland Integrationsprobleme? Nein, es geht nicht um ethnische Identität oder nationale Identität von der Migranten, sondern es geht um soziale Lebenswelt. Es geht um Lebenswelt. Deswegen, ich gehe davon aus, dass niemals eine desintegrierte Ausländergruppe gibt, sondern als desintegrierte wahrgenommene Lebenswelten gibt. Ein Mädchen mit Kopftuch in Bezug auf Integration ist problematisch. Nicht, weil sie Muslime oder sowas, es könnte auch deutsche Muslime sein, ja, mit dem Kopftuch. Diese Lebenswelt wird desintegriert wahrgenommen und nicht der ethnische Identität. Mhm. Und deswegen soll man, also ich weiß, dass in der Dominanz, in der Integrationsdiskussion sich immer auf diese identitäre Ebene fokussiert hat, aber diese geht davon aus, dass es wie nennt man das? Dass die richtige Fokus einfach sich verlagert. Verlagert, das ist und nicht gut ist. Mhm. Es geht
Wie gesagt, ja, eine französische Gruppe hier, ja, kein Problem. Also wenn die Migranten aus, sagen wir so, aus orientalischen Lager kommen, wenn sie mit Werten und Normen ja, so angenehm, wenn sie mit den Werten und Normen von der Großgesellschaft oder Aufnahmegesellschaft angenehm umgehen, glaube ich nicht, dass es die gesamte gesellschaftliche Strukturen in Deutschland durch Migranten in Gefahr stehen. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen an der Stelle jetzt leider einen Schlussstrich ziehen, aber ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Danke vielmals. Merci.